Der Aufbau hat begonnen. Hier an der Flensburger Hafenspitze soll in nur 2 Wochen Schleswig-Holsteins größte Eisbahn entstehen. Mit beheizter Gastronomiefläche, alles überdacht. Die neue Winterattraktion entstand damals aus einer Schnapsidee. Als Flensburgerin, wenn man immer denkt, schade, dass unsere Hafenspitze im Winter so leer ist und was kann man hier eigentlich machen? Und klar, ein Stadtfest im Winter, dann bist du ganz schnell bei der Überlegung einer Eishalle. Und ich selber habe auch 4 Kinder gehabt, die immer gerne mit dem Gletscher waren. Den gibt es ja nun seit 6 Jahren nicht mehr. Und irgendwann war dann in so einem Gespräch mit einer guten Freundin die Eishalle geboren. Und die Vorfreude auf das eiskalte Vergnügen ist bei den meisten Flensburgern groß. Ja, ich sag mal, das ist ein Begegnungspunkt und da können Leute, wenn sie Spaß daran haben. Also ich laufe keinen Schlittschuh mehr, aber finde das ganz nett. Also ich finde es schon ganz cool, weil dann hat man auch mal im Winter mehr was zu machen jetzt als nur Punschwald oder Weihnachtsmarkt. Ja, ich finde auch, das ist eine tolle Idee und das ist ja auch eine mega schöne Aussicht und doch, hat man eine gute Beschäftigung im Winter. Auf jeden Fall eine gute Platzwahl. Ja, ne? Ja. Doch Flensburgs erste Eisbahn an der Hafenspitze stößt in Zeiten von Fridays for Future auch auf Kritiker. Darauf haben die Veranstalter reagiert. Indem wir sie ernst nehmen, sie haben ja ihre Berechtigung und dem eben von Seiten des Veranstalters alles dafür getan wurde, dass die ökologische Seite der Anlage sowas von modern und komplett ist, dass man über wirklich minimale Stromverbrauch redet und B eben rein Ökostrom der Firma Nordstadtwerke und eben diese CO2-Ausgleichsgeschichten finden auch komplett statt. In der Nähe von Rendsburg wird da bei der Befeuchtung eines Moores mit investiert aus den Einnahmen des Stromes hier. Und die Firma Nordstadtwerke macht auch eine Baumpflanzaktion im Handewitterforst. Die haben ja bei dem Sturm Christian vor ein paar Jahren so einen Schaden genommen und da werden 5000 Bäumchen in dem ganzen Pool der Aktion hier mit auch gepflanzt werden. An der Hafenspitze wird nun weiter aufgebaut. In ein paar Tagen soll das Eis gegossen werden, damit bis zur Eröffnung am 8. November alles fertig ist.